Hallo werte Zuschauer und Zuschauerinnen, ganz recht herzlich willkommen zu diesem Replay von World of Tanks. Heute mit dem Leopard PTA, eingeschickt von Marki 2112. Vielen Dank an dieser Stelle für das Replay. 9er, 8er, 7er Gefecht, Karte Stalingrad. Ja, und Marki habe ich auch sogar schon mal gezeigt. Denke also, hier können wir uns freuen, gerade weil ich auch diesen Panzer sehr gerne selber mag. Also, ich komme wiederum mit dem PTA sehr gut zurecht. Jetzt sind wir mal gespannt, wie er den da so spielen wird. Er fährt erstmal auf die 7er, 8er, 9er Linie rüber. Da ist auch so tendenziell eher der Medium Spawn und der Spot. Da trifft sich die High Society der Medium Klasse. Da darf natürlich der PTA nicht fehlen. Kleine Jump-Einlage an dieser Stelle. So, und da sieht er zwar den LTTB, aber für sich leider zu spät, sodass er da nicht nochmal einen Cruise zurückschicken kann. Aber gefühlt sogar da recht wenig Gegner. Ja, da hinten der Panther. Ja, aber auf den, jetzt, da kommt ganz knapp die Kette nur erwischt. Keinen Schaden anbringen können. Der FCM, der Panther da hinten. Ja, das macht, der Spot ist jetzt hier nicht so toll, gerade weil er einfach außerhalb seiner Sichtweite ist, der Panther. Den kann er einfach nicht sehen, egal was er macht. Jetzt sieht er den Panther wenigstens mal wieder auf der Karte. Da der FCM, der rüberfährt, und dieser Schuss fliegt einfach so schnell. Und 445 Schaden ist halt auch einfach noch eine schöne Hausnummer. So, jetzt fährt er auch mal weiter vor. Könnte eventuell sich um das Objekt da kümmern, aber nee, macht er nicht. Will da jetzt noch weiter auf die anderen beiden da gehen? Was ist mit dem Sturen Emil? Auf den kommt er drauf, ja. Den nimmt er raus. Da hat er jetzt wieder einiges, wo er gleich dann ins Heck schießen kann. Den FCM, der rechnet jetzt nicht mit ihm, der guckt nicht auf ihn, glaube ich. Doch, sogar aber wieder auf ihn guckt. Naja, nimmt halt den Panther. Warum den FCM beschießen, wenn der Panther so nah ist? Ja, jetzt fährt der FCM weg und den kann er jetzt auch nochmal ins Heck schießen. Ja, Auto-Aim und rein damit. Ja, der KV-5. Schön vorne aufs Laufrad. Jetzt fahrt der Waffenträger ihn hier direkt in die Karre. Und jetzt auf das Objekt. Ja, schön. Er läuft gut hier auf der 8er, 9er Linie für ihn bisher. Na? Bisschen kuscheln muss er auch mal drin sein. Au, dass er da den Bulldog in der Fahrt so rausnimmt. Nicht schlecht. Der schreibt auch lol. Hätte ich auch nicht anders geschrieben. So, der Gegner ist am Cappen. Prallt jetzt auch noch ab. Aber er fährt trotzdem weiterhin zurück. Der schreibt auch 300 Meter und du triffst mich. Marki antwortet nur ganz trocken, ja. So, wer könnte denn da im Spawn stehen? Der IS-3 wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Und jetzt setzt er ihn zurück. Nachgeladen hat, aber jetzt will er ihn wohl umfahren. Oder? Oder auch nicht? Oder doch? Oder nicht? Wirkungstreffer.
schön aus der Fahrt heraus. Allerdings hat er da nochmal den nächsten direkt bekommen. So, jetzt prallt er hier ab. Hier ist drei Sets danach. Aber so, jetzt lustig, jetzt hat er ihn gleich rückwärts eingeholt. Nein! Was hat er denn da gemacht? Es wäre ein Free-Shot gewesen. So, jetzt hat der ES3 gecheckt, also so ein Spielchen brauche ich mit dem nicht machen. Diesmal trifft er. Jetzt Auto im Rein. Und jetzt genau einfach nutzen, dass er deutlich länger braucht für die Drehung. Ganz in Ruhe aufs Heck und raus damit. Schön, der war schön. So, der T10. Da ist er. Oh, schnell abgebogen. Ja, richtig so. Der T10, der macht gehörig Aua. So, jetzt kommen wiederum seine Jungs auf den drauf. Jetzt könnte es sein, dass er wegschaut. Nee. Oder halt so gar nicht wegschaut. Oh, jetzt hat er auch noch den Hit vom T69 bekommen. Das heißt, in der Straße tut er sich keinen Riesengefallen. So, jetzt kommt der T10 ihn auch nach. Genau so abgebogen, dass er ihn eben nicht bekommen kann. So, und jetzt bleibt er da stehen. Jetzt hat er sehr schön die Seite vom T10. 10 Sekunden Reload, das heißt, er kriegt auf jeden Fall, kann noch einen nachsetzen. Ja, perfekt. Und schade, dass der auf den T69 jetzt kein Durchschlag ist. Beziehungsweise war. Weil sonst wäre der jetzt mittlerweile auch schon raus. Aber, na gut, dann halt der Nachschuss. Einen braucht er noch für einen Krieger. Wo ist der T10? Das ist die Frage der Fragen. Da hinter ihm. Uiuiui. 66 noch. Nein, keinerlei Richtwinkel. Komm schon, komm schon. Na, ach Gott, war das eng. Okay, jetzt kann er nicht mehr nachsetzen, weil jetzt hat er da die Chance nicht mehr so. Das ist jetzt ganz schön spannend, muss ich gestehen. Jetzt ist er auch noch gegen zwei. Nicht mal so, dass er jetzt warten kann, bis der E75 kommt und ihn da hilft. Nein, jetzt muss er beide machen. Der Waffenträger von ihm pinkt sehr stark. Ja. Sehr schön, sehr gut. Und jetzt ein One-on-One. Er lädt auch HE direkt. Nichts anderes ist da jetzt zu machen. Der stellt ihm natürlich nach, weil er denkt sich natürlich auch, ich habe so viele Hitpoints. Kein Problem. Aber geht hier gerade mal daneben. So, jetzt ist er nicht mehr aufgedeckt. Jetzt steht er im Cap. Jetzt dürfte ihm hoffentlich gleich wieder. Da hat er ihn. Sehr gut. So einen Hit hat er gebraucht, weil nochmal so ein Hit und er hat ihn rausgenommen. Ansonsten hätte er nämlich drei Schüsse gebraucht. Da muss man einfach einen kühlen Kopf bewahren und dementsprechend einfach nur das entspannt und gechillt spielen. Alles andere bringt euch gar nichts. Also orientiert euch da an Maki. Der macht es genau richtig. So, und da hat er... Ach nein! Scheiß! Schade, dass er da noch 17 über hat.
Jetzt hat er geschossen. Und jetzt hat er den nächsten Schuss wieder für sich. Und ja, da nimmt er ihn raus. Macht 6020 Schaden in dem Gefecht. 7 Kills hat es wirklich für das Team gerissen. Und ich muss sagen, Leo PTA finde ich gut. Kriegt von mir einen Daumen. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Daher vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.